Hallo und schön, dass ihr wieder da seid, hier auf meinem Kanal. Wenn euch das ganze Thema Self-Management, Selbstorganisation, Struktur im Alltag und gesunde Routinen interessiert, dann seid ihr hier zu 100% richtig. Ich versuche euch einfach Impulse mitzugeben, Inspirationen, meine Learnings und ja, ich hoffe, dass ich euch damit helfen kann, damit ihr mehr Leichtigkeit und auch mehr Struktur in eurem Alltag finden könnt. Und ja, wenn euch dieses ganze Thema interessiert, dann bleibt hier, abonniert meinen Kanal. Ich poste jeden Sonntag ein neues Video. Und ja, schön, dass ihr da seid. Heute filme ich aus der Wüstenecke hier in meiner Wohnung. Diese riesige Aloe Vera Pflanze verunsichert mich noch ein kleines bisschen. Aber mal schauen, wie sich dieses Video entwickelt und mal schauen, ob diese Videoecke hier auch eine Videoecke bleibt. Okay, worum geht es in dem heutigen Video? Und zwar um meine liebsten Produkte, Schminkprodukte für meine Morgenroutine. Ich habe vor ungefähr 2 oder 3 Wochen ein Video gemacht zu meiner Morgenroutine. Das verlinke ich euch hier oben irgendwo. Und ich dachte, ich tauche noch mal ein bisschen tiefer in dieses Thema ein. Bevor ich euch meine Produkte zeige, ein ganz kurzer Hinweis oder meine Meinung zu dem ganzen Thema Schminken. Bin ich der Meinung, dass man sich im Alltag schminken sollte? Nein, überhaupt nicht. Meine Meinung ist, dass jede und jeder das machen sollte, was ihm oder ihr gut tut. Wenn es bedeutet, dass man sich 1 Million Produkte ins Gesicht schmiert, einfach weil man sich gut damit fühlt, go for it, you do you. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich ohne Schminke am allerschönsten findest, mach das. Meiner Meinung nach sollte Make-up oder Schminken einfach Spaß machen. Es sollte dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut. Und wenn wir das eigentlich gar nicht brauchen und uns einfach so wohlfühlen oder an einem Tag wirklich alle Produkte haben wollen und am nächsten Tag gar nichts, alles total in Ordnung. Ich für meinen Teil habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich mich morgens einfach so ein bisschen schminke. Deswegen habe ich hier ein minimalistisches Make-up, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, oder eine minimalistische Schminkroutine. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es der Prozess ist am Morgen, wo ich 10 Minuten dafür verwende, dass ich mir einfach so ein paar Produkte ins Gesicht schmiere und mich dadurch dann produktiver fühle. Oder ich weiß es nicht, weil ich meine Augenringe überdeckt habe und mich damit einfach ein bisschen ansehnlicher finde. Ich weiß nicht, ob es die Produkte sind oder der Prozess am Morgen, aber ich fühle mich dann einfach produktiver wirklich und angezogen, ready for the day und so weiter und so fort. Let's do it. Und genau, das ist ja letztlich, was ich möchte. Und deswegen habe ich einfach ein paar Produkte, die mir Spaß machen. Und ich habe so ein minimalistisches Make-up, ja, mit dem ich mich einfach total wohlfühle. Und die Produkte zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, vielleicht inspiriert es euch. Vielleicht sind ein paar Produkte dabei, die ihr auch nachkaufen möchtet. Ich muss mit einem Produkt anfangen, was eigentlich kein Schminkprodukt ist, sondern ein Reinigungsöl. Aber weil das mittlerweile schon sicherlich die 20. Flasche ist, die ich nachgekauft habe, wollte ich es euch kurz zeigen. Es ist das Reinigungsöl von Balea und ich liebe es. Es ist wie gesagt ein Öl. Man schmiert sich es einfach aufs Gesicht, abends, um sein Make-up zu entfernen und morgens, um Cremereste vom Gesicht zu entfernen. Und man feuchtet dann sein Gesicht mit Wasser an. Das Ganze wird dann so milchig-schaumig und man wäscht danach sein Gesicht ab und hat ein sauberes Gesicht. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Ich verwende es sicherlich jeden Morgen und wollte es euch einfach mal kurz zeigen, weil damit sozusagen mein Morgen beginnt. Danach Sonnenschutz. Leute, ich verwende seit ungefähr 7 Jahren fast jeden Tag Sonnenschutz und ich kann euch empfehlen, das Gleiche zu machen. Ich glaube, in meinem Freundeskreis bin ich mittlerweile schon so ein bisschen die crazy soul, die ständig vom Sonnenschutz spricht. Aber es ist einfach so unglaublich wichtig, weil die Sonne, die UVA-Strahlen, sind der größte Faktor für Hautalterung. Sind Falten schlimm? Nein, überhaupt nicht. Wollen wir das ganze Thema beschleunigen? Nein. Deswegen Sonnenschutz. Wollen wir uns vor Hautkrebs schützen? Ja. Deswegen Sonnenschutz. Diese Marke Bioderma, leider keine Naturkosmetik. Auch das hier ist keine Naturkosmetik. Bioderma, diese Sonnencreme habe ich sicherlich auch schon in der 15. Tube mittlerweile in Gebrauch. Sie ist normalerweise größer, aber hier ist nur noch ein kleiner Rest drin, deswegen habe ich sie aufgeschnitten.
unglaublich gut, meine allerliebste Sonnencreme. Ich nehme sie wirklich jeden Morgen. Es sei denn, es ist draußen ein Schneesturm und tiefster Winter. Dann natürlich nicht, aber sonst eigentlich jeden Tag. Und diese Sonnencreme gibt es auch in einer leichteren Version. Die hier ist ziemlich reichhaltig, weil ich auch einfach trockene Haut habe. Aber wenn ihr ein bisschen öligere Haut habt, dann schaut euch mal die leichte Version an. Ich kann beide Versionen in der Infobox unten verlinken. Und ja, Leute, verwendet Sonnenschutz. Wir wollen keinen Hautkrebs bekommen und wir wollen unserer Hautalterung zumindest nicht ganz so viele Chancen geben. Nummer 3, Augenbrauen. Ich bin sehr dankbar, dass ich irgendwann das Thema Augenbrauen für mich entdeckt habe und diese wunderschönen Tools entdeckt habe. Das ist zum Beispiel ein Spoolie, mit dem man seine Augenbrauen einfach so ein bisschen kämmen kann und in Form bringen kann. Dann ein Augenbrauenstift, mit dem man einfach seine Augenbrauen ein bisschen mehr in Form bringen kann. Und letztlich noch ein Augenbrauengel, um das Ganze zu fixieren. Game Changer. Ich kaufe diese Produkte eigentlich immer nach. Ich liebe sie und man glaubt gar nicht, wie viel Augenbrauenprodukte aus einem Gesicht so machen können. Als nächstes Wimperntusche. Yes! Ich habe meistens eine wasserfeste Wimperntusche. Da gibt es nicht so viel dazu zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach gleich viel frischer ausschaue, wenn ich so ein bisschen Wimperntusche auf den Augen habe. Auf den Wimpern habe, nicht auf den Augen. Und deswegen fast jeden Tag habe ich Wimperntusche dran. Hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal gerne Concealer verwenden werde, hätte ich gesagt, oh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Was sind denn Augenringe? Hä? Nee, so blaue Schatten unter den Augen, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich Concealer verwendet und jetzt weiß ich, wovon die Leute gesprochen haben. Dieser hier ist von Maybelline, der Fit Me Concealer. Wie gesagt, auch keine Naturkosmetik leider, aber ich finde ihn einfach so, so gut. Ich versuche natürlich schon, dass ich irgendwann mal eine gute Alternative aus der Naturkosmetik finde, aber der hier ist noch ziemlich voll, deswegen verwende ich jetzt erstmal den. Der ist in der Farbe 15. Ich schmiere mir davon einfach ein bisschen was unter die Augen. Und ja, ich sage es jetzt zum 10. Mal, aber ich fühle mich einfach frischer und, wait for it, produktiver. Und die 2 letzten Schritte kommen in diesen kleinen Pots daher. Das hier war eine der besten Entdeckungen, die ich je gemacht habe. Ich muss euch gleich vorwarnen, dieses Produkt ist unglaublich teuer. Ich glaube, es hat 40 Euro gekostet. Die Marke ist Tata Harper. Das ist Naturkosmetik. Ich glaube, cruelty-free, vegan, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das Produkt ist hammercool. Und wenn ihr wie ich eine schnelle, effektive und minimalistische Morgenroutine wollt, dann könnt ihr euch solche Produkte mal anschauen. Das ist nämlich ein Rouge und so ein Lippenprodukt in einem. Das ist die Farbe Very Popular Voluminizing Lip and Cheek Tint, was ich gerade gesagt habe. Und ja, ich meine, ich mache mir einfach ein bisschen was auf die Wangen, ein bisschen was auf die Lippen und ja, I'm ready to go, beziehungsweise ready to sit on my desk the whole day. Und mein weiteres Lieblingsprodukt seit ungefähr 5 Jahren ist der RMS Beauty Living Luminizer. Das ist ein Highlighter, der kommt in so einem kleinen Töpfchen, der sieht so aus. Ich habe ihn, wie gesagt, seit 5 Jahren oder so und es ist immer noch genug drin. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt von der Haltbarkeit. Und ja, es ist einfach ein Highlighter, den ich mir hier so ein bisschen drauf mache, ein bisschen auf den Nasenrücken, hier auf diesen Lippenbogen und es gibt mir ein bisschen Glow, was in Zoom-Calls natürlich wunderbar ist, wenn man so ein bisschen den Kopf zur Seite neigt und dann, wow, sieht man den Glow. Ich hoffe, die Selbstironie kam jetzt raus. Ja, ein gutes Produkt, auch ziemlich teuer, ich glaube 40 Euro, aber ich bin wirklich überzeugt, es ist Naturkosmetik. Ich glaube, es ist Honig drin und damit ist es, glaube ich, nicht vegan natürlich, aber es ist auf jeden Fall eine gute Marke, RMS Beauty. Ich verlinke euch alles unten in den Shownotes und ja, ein guter Schritt in einem produktiven Tag. Und wisst ihr was? Ich mache mir jetzt hier mal ein bisschen davon gleich mal auf die Lippen. Hätte ich jemals gedacht, dass ich mich vor laufender Kamera mal schminke für YouTube? Nein, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, was macht man nicht alles? So, das hier war meine minimalistische Schminkroutine für einen, ich sag's zum 10. Mal, produktiven Morgen. Und jetzt kommt noch eine Mini-Kleinigkeit zum Schluss. Und zwar trage ich fast jeden Tag Parfüm.
Ich glaube, ich habe das von meiner Mama geerbt. Meine Mama trägt nämlich auch jeden Tag Parfüm. Und an Tagen, an denen ich kein Parfüm trage, fühle ich mich irgendwie so ein bisschen nackt. Deswegen. Es kann sein, dass dieses Video jetzt eine bisschen andere Qualität hat als das Video davor. Das liegt daran, weil mein anderes Handy voll war und ich jetzt ein neues Gerät organisieren musste. Okay, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass das hier jetzt meine minimalistische Morgenroutine oder Schminkroutine war und ich mich jetzt gerade in einer absoluten Parfümwolke befinde. Deswegen beende ich dieses Video auch hier. Wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr irgendwie bestimmte Produkte, die ihr jeden Morgen verwendet und die euch helfen, euch so richtig produktiv zu fühlen? Oder könntet ihr euch auch im Schlafanzug an den Schreibtisch setzen? Ich für meinen Teil muss sagen, ich wäre sicherlich ziemlich unproduktiv, wenn ich im Schlafanzug am Schreibtisch sitzen würde. Aber vielleicht sollte ich es auch einfach mal ausprobieren. Okay, bevor ich jetzt noch weiter quatsche, beende ich dieses Video mal. Wie immer, schön, dass ihr da wart. Ich freue mich riesig, wenn ihr dieses Video kommentiert, wenn ihr es liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch das hier irgendwas gebracht hat oder geholfen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt fokussiert, bleibt entspannt, bleibt, ich sag's zum 10. Mal, produktiv. Und ja, bis ganz bald. Ciao, ciao. Ich hoffe, dass es jetzt gut aussieht. Ich meine, ich habe mich noch nie vor einer laufenden Kamera geschminkt.